Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Wars Republic Commando in einer, ich sag mal, düster aussehenden Situation. Entschuldigung. Ja, wir kämpfen hier gegen eine riesige Übermacht an Droiden. Und jetzt sind alle tot außer mir. Also ich brauche bloß kurz Zeit, den aufzukratzen. Squad Leader, excellent work. Dann den aufzukratzen. Maybe we should call for backup, sir. Set up there, Delta. On my way. Setzt euch da mal hin. You got destroyers. Sense the combat. Good shot, sir. Hold that position. Roger. Geht mal darüber. Das Problem an der Sache ist, die halten halt so sakrisch viel aus. Ja, ich hab sakrisch gesagt, ich weiß. Hört sich komisch aus meinem Mund. Subject terminated. Give me a sec. Initiate radical restructuring, Commander. Setting charge. Post 7's down. Someone help him. Command, send a replacement for Delta Leader. Jetzt machen die mich hier blöd an, weil sie jetzt so unfähig sind, oder wie? Sehe ich das richtig? Habe ich das richtig gesehen? Der hat mich gerade angemotzt, weil ich unfähig sein soll. Während er nicht in der Lage ist, mal aufzupassen, wo er eigentlich hinballert. Geht halt alle kaputt? Ach ja, da war ja der noch. So, verrecke. Nein. Ich denke nicht, dass das was wird. Zum Glück habe ich zwischengespeichert. Ja, genau. Reload, last save game. Yes. Bleibt mir ja nichts anderes übrig, nachdem meine Kollegen hier nichts tun. Nichts Sinnvolles zumindest. Hold that position. Kommt, zieh dich zurück. Also manchmal denke ich mir echt, Teile davon hätten sie sich sowas von sparen können. Und sie sollten einem mal gegen die... Ich meine, ja, die Druidikas sind schon echt fiese Viecher und sowas. Und auch die Battle Droids, aber... Also diese Heavy Battle Droids... Aber letztendlich, erstens mal, sollten dann auch meine eigenen Leute mal einfach ein bisschen was selbstständig machen. Also, mal einmal die Minute ein bisschen auf einen draufballern, ist halt nicht Unterstützung von einem Team aus 4 Elite-Kriegern. Wow, leckt mich doch am Arsch. Und 5 Super Droids. Ja, jetzt habe ich mir eine komplette Munition für das Ding rausgeballert. Herzlichen Glückwunsch. Eliminate Target. Ja. Eliminate Target. Diese blöden kleinen Drecksviecher hier. Eliminate Target. Aber schaut dir mal an, wie viel der aushält. Droids. Droid terminated. Bombard them from there, Delta. Okay. On my way. I'm going to recommend a new Delta lead to command. 3-8, behind you. In position. Oh, in Mann. Position. Good kill. Ich find's eigentlich echt ziemlich unfair, die Probleme des Spiels auf den Spieler zu schieben. Zu sagen, hier, gibt uns mal einen neuen Anführer, wenn die so programmiert sind, dass sie sich selber auffüllen wie die letzten Volldeppen. Zumindest habe ich den Androidekader jetzt erledigt. Du nervst. Okay. Ich brauche selbst mit dem dicken MG so dermaßen viel Munition.
20 Sekunden, ey. 20! Keep at it, squad. Demo is ready when you are, sir. So, bemann das Ding, bitte. Na, vielen herzlichen, mein Freund. Das ist zwar schön, dass ich hier irgendwie Möglichkeiten habe, außenrum da rumzulaufen und alles. Nein, sollst du nicht. Oh. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie der Drake in Just Cause. Alle machen, was sie wollen. Keiner macht, was er soll. Ja, ich beschäftige mich ja schon. Vor allem, ich habe halt im Prinzip diese Erbsenpistole hier, die hilft halt gegen diese Mistviecher nicht. Ja, super, jetzt bin ich schon bei... Ja, herzlich. Ja, nicht nur du. Ja, mit dem Scharfschützen haben wir wie viel Schuss jetzt? 5? Die Dinger sind einfach viel zu stark, beziehungsweise meine Waffen viel zu schwach. Ja, das ist das erste Mal, dass ich mich in so einem Spiel, also in einem der Let's Plays, richtig aufregt, weil es nervt. Commando needs assistance, Data. Assisting Commando 6-2. Boah, hab ich sie jetzt endlich alle, hä? Get slicing on that terminal, Commando. Ich kann mich ja nicht mal hier außen rumschleichen oder sowas. Also ich sag mal, vom Level-Design ist es totaler Bullshit, was die da machen. Weil ich kann nicht hier hinten entlang schleichen, um dann die Gegner zu flankieren, sondern ich muss hier vorne vor dem Cover, hier, durchgehen, wo hier irgendwie 10 Druiden stehen, die mich mit 3 Schuss wegrotzen, selber aber, weiß nicht, 50, 60 Schuss aushalten. Geh da raus. Abandoned turret, Delta. That was effective. You, Bacta, now. Acknowledged. Retrieving Bacta. Und da muss ich hier mitten durch die feindlichen Linien laufen, um dann zu einer passenden Stelle zu kommen. Zu einer Stelle, wo ich tatsächlich irgendwie taktisch ein bisschen was arbeiten kann. Ansonsten muss ich die Jungs die ganze Zeit als Kanonenfutter vorschicken. Nur damit die irgendwie mal was machen. Damit die also irgendeinen Nutzen haben. Ansonsten schleichen sie ja meistens einfach nur durch die Gegend und nerven mich. Weil sie halt nicht sinnvoll irgendwie ins Spiel integriert sind, weil sie einfach selber nichts machen? Oder? Ordnance is on its way. Hop on board and wrap things up, 3-8. Oder es hilft mir halt nichts. That's a bloody walker. When do I get to kill something again? Also ich sag mal im Sinne von sich sinnvoll einfügen. Es bringt mir halt nichts, wenn sie sich so leicht um eine Deckung rumbewegen oder sowas in der Richtung, sondern die sollen halt wirklich Dauerfeuer auf irgendwas. Wenn ich sag, hier, mach das Ding platt, dann sollen die sich aber auch nicht einen Meter vor das Ding stellen und wie die letzten Volldeppen so, Gegner, sondern die sollen sich halt einfach wie ein Kommandoteam verhalten und sich irgendwo in Deckung begeben. Oh cool, jetzt kommt ein Rail-Shooter-Bereich. Oh yeah. Hätte ich höher ziehen sollen? Ah. That's it. Assault ship is secure. Good job, Reed. So geht das easy. Gehen wir auch mal? Ja? Hallo? Achso, das war's schon, oder wie? Enemy in full retreat. Retreating? That's not very droid-like. Oh Gott, nein. Super Battle Droids! Du mich auf. This situation is getting seriously out of hand. Where is that cruiser? We can't wait for Talbot. We'll have to fight back.
Squad, move to the rear of the hangar and get on that lift. Rear of the hangar and get on that lift. I'm lowering the lift. Oh yeah. Und tschüss. See you. Go down that maintenance tunnel. It leads to your next objective. Ah, ich hasse es, wenn das Spiel, wenn Spiele so ein ewig nerviges Geruckel machen. Hier, das da. Deus Ex Machina. Na, passend, dass ich schon Deus Ex gemacht habe als Spiel. Hm? Boah. This may not work, but it's our only shot. This tunnel leads to one of the ship's turbo lasers. Das war jetzt echt der nervigste Part im ganzen Spiel. Figures. Weil unnötig schwer, oder was heißt unnötig schwer? Es war ja nicht mal schwer, es war einfach nur unfair. Ja. Vor allem, weil man halt wirklich alle Nase lang, dass man die kleinen. die kleinen Druiden, die halten halt nichts aus und sind überhaupt keine Gefahr. Also nicht mal der Ansatz einer Gefahr. Und die Super Battle Droids sind sowas von overpowered, die können im Prinzip im Alleingang ein komplettes Squad von mir auslöschen. Jetzt geh mir aus der Schussbahn. Say fuck. So, einer da. Ich muss zugeben, ich hatte das Spiel echt besser in Erinnerung. Nicht so frustrierend, aber vielleicht war ich damals so ein Frustresistenter, ich weiß es nicht. Und damals habe ich natürlich auch nicht als Let's Play gemacht. Das kommt noch zu. Wow, hat er gerade auf mich geschossen. Ah, jetzt muss ich wieder zurücklaufen, Bagdaron. Ich hoffe, die kriegen wenigstens diesen Druidiker tot. Ich bin mittlerweile so ein bisschen froh, wenn das Spiel vorbei ist, wenn ich ehrlich bin. Die einzige Waffe, die tatsächlich irgendwie Leistung hat, nämlich die hier, für die hat man viel zu wenig Muni. Und dieses Geruckel macht das Ganze nicht besser. So kann kein Mensch zielen, was in einem Shooter ein bisschen blöd ist. Roger that. Power integrity at 25%. Wie gesagt, die Kleinen, die sind einfach nix. We got your back, 3-8. Clanker! You, back now. Retrieving data, sir. No! Take up snipe position, Commando. Diese kleinen Lame-Droids, die sind halt völlig sinnlos. That's right. Let the expert handle it. Ventroid down. Gunnery station told me. I logged a few hours here, back in the day. You have to slice all three terminals. That will focus all the ship turrets onto the largest enemy target. Eine Minute. Against a battle cruiser? We can give them a black eye at least. We'll make them regret the day they blew up Delta Squad. Atmospheric compensators. Oh, wir haben keine Luft mehr. Ich höre schon wieder geballert. Das heißt eigentlich, dass jetzt da hinter mir gleich die Luzi abgehen wird. Und ich schätze mal wieder Druidikas und Battle Droid, also Super Battle Droids. Wie gesagt, die Kleinen sind Kanonenfutter. Da können sie Hunderte schicken. Schmeißt eine Granate rein, Sache erledigt. Die Dicken halten halt 3-4 Granaten aus. Und ich habe halt nur 5. Ja, ich höre schon wieder Explosionen hinter mir. Ich drehe mich jetzt nicht um, weil ich zu cool bin. Das meine ich. Die Jungs stehen hier so ein bisschen da und sind optisches Beiwerk.
Ich habe doch sicherlich noch eine Granate. Eine. Hör mal auf, die ganze Zeit nur so rumzuschreien, wie so eine Irre. Oh, was für dein Geld. Hier, so, zack, tot. Versteht ihr, so geht das. Natural, Mann, so geht das. Ich mach mich auch schon dran. Ah, ich höre da schon wieder dieses Tune. Das ist wieder Druidikas. Okay, Fixer ist bald fertig. Braucht noch ungefähr 10 Sekunden. 15? Ah, wow. Das meine ich. Da sind 4 von den Drecksviechern. Und die schaffen es problemlos hier hoch. So, fix, dann mach mal da weiter. Ja, okay, jetzt haben sie wenigstens die Druidika erledigt. Ach, zum Glück. Endlich ein bisschen Ruhe. Ein bisschen. Ich hätte es nicht sagen dürfen, oder? Na, 12 Sekunden noch. Das ging bis jetzt erstaunlicherweise besser als erwartet. Guns online. Opening fire. SPD. Hold your position, squad. This won't take long. Ich kenne mehr. Droids, hab ich noch Blendgranaten gegen Druiden. Genau. Muss ich jetzt noch irgendwas machen? Hold position. Enemy shields buckling. They're finished. Ja, die haben da hinten einen Sternenzerstörer. Wow. Irgendwas schießt da auf mich? Irgendwas schießt da auf mich. Mag ich schon überhaupt nicht. Da bin ich meistens der Gegner. Wie soll ich denn da zielen? Mach doch diesen Blödsinn aus. What's going on? It's the battleship. Their droid control systems are down. You. Look at that. It's beautiful. And we. Thanks for the assistance, Captain. Glad to be of service, Delta Squad. No one steals a ship from the Republic while we're around. Ooh, schau dir mal an, wie es den zerfetzt. Critical discoveries. There are times when the actions of a small group of brave soldiers can have consequences for an entire war. The Republic owes an enormous debt to Delta Squad for recovering evidence of a separatist mercenary alliance. Also, kritische Enthüllungen. Es gibt Zeiten, in denen die Aktionen einer, oder die Handlungen einer kleinen Gruppe von nicht stolzen, sondern mutigen Soldaten Konsequenzen für einen kompletten Krieg haben kann. Die Republik schuldet dem Delta Squad einen riesigen Dank dafür, dass sie eine Allianz zwischen den Separatisten und den Söldnern aufgedeckt haben. Und ich würde sagen, ja, okay, schauen wir uns noch an, was jetzt kommt, weil nicht, dass es eine Cutscene. Ja, The Slayers of Kashyyyk. The Slavers. A plea for help from the Wookiee homeworld of Kashyyyk reaches the ears of the Republic. The Trandoshans have invaded the planet and launched a cruel slave trade, apparently using separatist weaponry. The implication of an alliance between the factions is disturbing. In the Force, and everywhere else. Delta Squad's battle-weary commandos are sent on a dangerous mission of mercy. Day 785, Clone Wars, Kashyyyk. Man kann nie genug Y's haben, oder? Und damit sind wir... Welcome to Kashyyyk. Thanks to the data you found on that assault ship, the Republic and the Wookiees are on very good terms. They've asked us to help find their leader, a Wookiee named Tarful. Den sollen wir finden. Der Anführer der Wookiees. Tarful spent years fighting Trandoshan slavers.
2 days ago, one of his patrols was overwhelmed. The Wookiees assumed he was lost. However, we recently cracked a Trandoshan code indicating Tarpa was captured. Be advised, this is a covert insertion. He is still alive and being held in a slave camp here on Kashyyyk. At least you have the element of surprise this time. Good luck. Also ihr müsst jetzt diese Anführungsstriche machen. Covert Ops, also versteckte Operation. The Rescue of Tarful. Damit können wir es auch mal das Ganze irgendwie zusammenfassen. This is the mission the Republic Commandos were bred for. Quick, covert and dangerous. Their unlikely allies are the fearsome Wookiee Warriors and their objective, the captured leader Tarful. Also, die Rettung Tarfuls. Für diese Mission wurden die Republic Commandos gebrütet, ausgebrütet, entwickelt, geboren, wie auch immer. Schnell, verdeckt und gefährlich. Ihre ungewöhnlichen Verbündeten sind die gefürchteten Wookiee-Krieger und ihr Auftrag ist es, den Anführer Tarful, den gefangenen Anführer Tarful, zu befreien. Okay, dann würde ich sagen, starten wir hier. There's no intelligence on the security tech you can expect to find there, so proceed with caution. Here's hoping they don't surrender. Stowed 7. Forming up, sir. Okay, ich hab im Kopf, dass das der coolste Part des Spiels ist. Aber den sehen wir das nächste Mal. Macht's gut. Bis dann. Servus.